Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Alan Wake. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Hubi. Hub, Hub, Hubschrauber. Die Ghostbusters-Mülltonne. Willst du nicht mal laufen, Sarah? Oder? Warte mal, Sarah. Nee, doch nicht. War doch nichts. Weiter, weiter. Wake, hier drüben, hier ist Licht. Jo. Lass dir Ich habe Zeit. einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Eine Falle. Also gefühlt habe ich da gar nicht zu beigetragen. Ach du Scheiße. Ah! Danke selber. Hä, was hat mich jetzt getroffen? Wieso hält er denn so viel aus? Ach du liebe Zeit. Oh, Sarah, warte mal. Ja, ich habe da eine Thermosflasche gesehen, die muss ich mitnehmen. Du verstehst das nicht. So, hast du die Tür endlich aufgeschlossen? Super. Das wurde auch Zeit. Jetzt schmeißen wir erstmal den Grill an. Ich habe noch gar nichts gedrückt. Ich glaube, mein Mausrad ist einfach sehr, sehr sensitiv. Bitte rein. Schade. Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Warum hat die denn nicht dabei? Das Dunkel schlägt zurück. Das Imperium schlägt zurück, alles klar. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt. Doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde. Doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Die dunkle Seite der Macht wird niemals obsiegen. Die Schlüssel sind nicht oben, Wake. Ich sehe mal kurz nach. Na, hier steht eine Glotze, Mensch. Freiheit. Geschaffen aus Wachsamkeit, Gewissen und kompromissloser Klarsicht. Ein Grundbedürfnis, das unser Selbst durchdringt. Und doch kann ein Mann in Sekunden in die Knie gezwungen werden. In mein
Fritz Brains. Heute Abend seine besten Jahre. Für Manny war es keine gute Nacht. Er ist gezeichnet. Lebenslänglich zur Sklaverei verdammt, weil er auf eine Anzeige antwortete. Doch zuerst ist ein kleiner Eingriff notwendig. So, so, wen haben wir denn da? Ah, bitte, nein! Ja, ich glaube, du bist genau richtig dafür. Leiste lieber keinen Widerstand. Wir müssen ihn sonst brechen. Was soll das? Was habe ich gemacht? Ich wollte nur ins Dienstleistungsgewerbe. Oh, du wirst gute Dienste leisten. Nein! Ah, ja, bitte! Ah. Da ist es. Es kommt jetzt raus. Genau zwischen der Selbstachtung und dem Kindheitstraumen. Was machen Sie mit mir? Schluss damit! Da, ich hab's! Glaub mir, dieser sogenannte freie Wille bringt einem nur Ärger. Was? Was war das? Oh, nichts, was dich beschäftigen muss, Mammy. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir werden dir alles erklären. Nur keine Sorge. Noch ein willenloser Sklave. Brutal erschaffen zum Vergnügen unserer Bequemlichkeit skrupelloser böser Männer. Es gibt seltsamere Dinge in Night Springs. Ja, gut. Das ist nicht. Also, das ist noch nicht mal das Seltsamste, was ich in diesem Spiel gesehen habe. Ah! Du Arsch! Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Im Sender? Der ist doch im Polizeirevier. Was? Oh Gott. Mayor, das Bürgermeisterbüro. Jagdgewehr, nö. Oder? Ja doch, ich habe eh keine Munition für die Schrot. Also. Wir klauen dem Bürgermeister mal seine Thermosflasche. Meeting Room. Warte, wir kommen von hier, ne? Clark's Office. Ein trauriges Office. Die Handlampe. Ein paar Blendgranaten, wunderbar. Und der Schlüssel. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel.
Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Die Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Ich habe ihn noch nie so schnell laufen sehen. Ich wusste gar nicht, dass er so schnell laufen kann. Darf ich hier nochmal rein eigentlich? Natürlich schließen die Tür hinter sich ab. Aber ich habe mir zum Glück alles angesehen. Trust no one in the dark? Ja, das kennen wir schon. Das ist Teamwork. Ich sag ja mal, Teamwork makes the dream work. Wir können durch den Buchladen. Hey, Wheeler sollte hinten auf dem Buch warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Okay. Alan Wake. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey-Büchern... Cynthias Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls, markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Zwischen den Sith und den Jedi. Verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Muss es doch irgendwas geben. Warum kann man denn hier hoch? Und warum ist der alte Mann nicht mehr da? Ich sehe Barry nicht. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Es ist der Weg zum Hubschrauber. Muss er wohl sein. Und wir wissen jetzt, Cynthia hat hier die Kisten aufgestellt. War eigentlich schon klar, ne? Ich meine, wer sollte es sonst gewesen sein? Ein Spielplatz.
Bei Nacht sind sogar Spielplätze unheimlich. Oh, cool. Juhu. Das ist eine kleine Bühne im Vergleich zur Rockbühne. Oh Gott, auf Asgard. Die Handlampe haben wir ja eh schon. Oh. Kirchenveranstaltung Herbst. Veranstaltungen Herbst. Sonntagsschule Sonntag. Bibelstunde Montag. Treffen des Strickclubs von Bright Falls jeden zweiten Mittwochabend. Nach der Kerzen zum Hirschfest am 14. September. Hirschfest Morgengottesdienst am 15. September. Besuch des Presbyterianerchors aus Rotary 28. September und der jährliche Wohltätigkeitskuchenbasar am 3. Oktober. Lecker. Kuchen. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Körperliche Arbeit. Machen wir Pause. Richtig, ja. Komm schon her hier. Weiter. So, können wir jetzt bitte reingehen? Okay, ist offen. Na los, Wake. Also wirklich. Damit wir mal so einen zünftigen Kirchenbrand erleben. Das Dunkel jagt Wake. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten.
Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar. Der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Na dann los. Ofen. Da geht's hoch, aber ich will noch mal hier die anderen Ecken absuchen. Genau deswegen. Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Warum muss man denn einmal durch diese komplette Stadt, um zum Helikopter zu gelangen? Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Okay, etwas übertrieben. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistkar. Alice wird im Dunkel gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Ja, aber erstmal versuchen wir zum Helikopter zu gelangen. Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Knightsbridge. Um mich zu umschauen. War's schon? Leute, vorwärts! Lebt ja noch. Ach,
werde mich nie daran gewöhnen. Sind wir erstmal bei der Feuerwache? Der Helikopter ist gleich nach vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Achso. Beeilen Sie sich! Ich will hier endlich weg! Ich dachte, sie braucht Zeit, um die Tür aufzuschließen, wie immer. Oh, ein Pumpgun. Oh, ich hab jetzt immer noch mehr Jagdgewehrmunition, also bleibe ich erstmal dabei. Alles abgeschlossen. Na dann. Gehen wir's an. Bleiben Sie nur am Leben, Wake! Ich überspringe alles in der Checkliste, was ich kann! Thank you.
mich einfach zu Weaver, Sheriff. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Kriegsgebiet, King Kong, mutierte Alligatoren und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mal Cop da. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein, nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar, Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Wieso habe ich denn jetzt keine Waffe mehr? Also oft wie der Typ seine Waffen verliert. Ich verstehe sowieso nicht, warum er jetzt aus dem Helikopter rausgeflogen ist. Ich meine, warum haben die denn nicht einfach zugemacht? Kann man die Seitentür davon nicht zumachen? Verstehe ich nicht. Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Blödes Hindernis. Och Mann. Mann, komm schon. Ich drück doch. Boah. Verdammte Hacke. Thank you.
Ach, eine Pumpgun, wie schön. Komm, Alan. Das schaffst du. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Keine Ahnung wieso, ist wohl einfach so. Wie auch immer, hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single War. Eine gute Arbeit, ihr Nachtschwärmer. Gott. Sind das denn schon wieder so viele? Zieht es aber nochmal an. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah, aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Kann ja nicht so schwer sein. Das kann ich gut gebrauchen. Nein, bleib an.
Bringt das eigentlich irgendwas? Nee. Ich dachte, dass hier dann der Strom vielleicht aus ist, aber offensichtlich nicht. So, steigen wir mal wieder auf den Revolver um, notgedrungen. Cynthia ist auf dem Weg zum Staudamm. Wütend auf den Schriftsteller ging Cynthia allein durch das Wasserrohr. Dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein. Und wie er die Regeln brach. Begriff er nicht, was auf dem Spiel stand? Seit den schrecklichen Tagen in den 70ern hatte sie nicht einmal gezögert, so schwer es auch war. Sie war es müde, die Stadt all die Jahre zu beschützen. Sie wollte nur noch ruhen. Der arme Cynthia. Das sind die einen Angriff machen, na Mann! Himmel, hilf! Wisst ihr was? Dann gucke ich erstmal, wo es hier lang geht. Achso, da kommt man gar nicht hoch. Ich dachte, das sah so aus. Ist schon wieder so ein Sessel. Ob Cynthia die hier immer aufstellt? Wakes Plan.
Die Geschichte, die ich in der Hütte verfasst hatte, war real geworden. Vom Dunkel berührt hatte ich eine Horrorgeschichte geschrieben, deren Ende noch fehlte. Die Geschichte war unvollständig und die letzte, unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. Warum hat er nicht sowieso sein eigenes Ende geschrieben? So Leute, in der nächsten Folge machen wir hier weiter bei Alan Wake. Mein Name ist Tom und bis dann.